Was geht, Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten FIFA 17 Spieler-Update-Video mit Justin Kluivert oder wie der Typ auch immer ausgesprochen wird. Und ja, Freunde, wie im Hintergrund schon sehen können, Freunde, hat sich der Justin Kluivert sich 14 Mal nach der ersten Saison entwickelt und hat eine Gesamtbewertung von 84 einfach. Also, der Typ ist gerade mal erst 18 Jahre alt, ne? Das müsst ihr euch einfach mal geben. In Real Life müsste er sogar, ist er noch 16 oder... Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Ist er noch 16? Ne, der ist 17 auf jeden Fall. Der müsste 17 sein oder noch 16. Ich bin mir nicht sicher. Der kann sogar noch 16 sein, aber ich glaube, der ist 17. Der müsste jetzt 17 geworden sein, irgendwie dieses Jahr noch. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall, den kennt man eigentlich noch gar nicht so richtig. Also ich glaube, den gibt es auch erst seit ein paar Monaten richtig. Also, ja, okay, den Typen gibt es jetzt nicht seit ein paar Monaten, sondern halt im Fußballerischen her. Ja, ich glaube, Ajax hat ihn, glaube ich, erst seit Januar, glaube ich, richtig im Kader drin, beziehungsweise in der Mannschaft, so in der ersten Mannschaft, erst seit Januar, glaube ich, ungefähr. Ich glaube nicht, dass er letztes Jahr noch ein Dings war, im Kader oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie ihn zur ersten Mannschaft geholt haben letztes Jahr. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall hat er in 24 Spielen 11 Tore geschossen und ich habe ihn jetzt wirklich diese Woche zum ersten Mal, beziehungsweise letzte Woche zum ersten Mal in FIFA 17 gesehen. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn vorher kanntet, hier vom Spieler-Update-Video oder wie lange ihr ihn schon kennt zum Beispiel hier. Auf jeden Fall 4 Sterne schwacher Fuß, 4 Sterne Skills, 1,75 groß und 18 Jahre alt hier. Also auf jeden Fall, da hat Holland auf jeden Fall richtig guten Talent einfach. Der neue Arjen Robben vielleicht hier, also man weiß es nicht, Freunde. Der Typ hat auf jeden Fall einiges drauf hier. Mal schauen, was in so in den nächsten Jahren hier gehen wird. Also ja, Ajax hat auf jeden Fall einige Talente, muss man sagen. Hier Dolberg, auch hier der Däne, glaube ich. Naja, müsste Däne sein hier. Dieser Zizech oder wie der heißt, keine Ahnung, der Marokkaner hier, auch sehr interessant. Also die haben wirklich hier Traoré, aber der ist nur verliehen hier. Die haben aber wirklich einige Talente. Den kann ich auch verhindern, zum Beispiel. David Neres hier, könnte man vielleicht auch nehmen. Ist sogar Brasilianer, das nicht mal das wusste ich hier. Vier Sterne Skills. Also ihr seht hier, ist auf jeden Fall sehr interessant, hier mit Ajax eine Karriere zu starten, beziehungsweise eine Simulationskarriere wahrscheinlich sogar. Mal schauen, ob vielleicht da was kommen wird, aber ich glaube eher nicht, weil momentan haben wir sowieso zwei, drei Simulationskarrieren hier. Und ja, Vereinswert beträgt auf jeden Fall 287 Millionen, Prognose 289 Millionen. Gesamte Trikotverkäufe nach der ersten Saison ungefähr bei 560.000. Meistverkaufte Trikots auf dem ersten Platz, der Kluivert, zweiter Ziyech und dritter Klaassen. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie Justin Kluivert ausgesprochen wird. Ich weiß es gar nicht hier. Wocheneinnahmen sind ungefähr bei 131.000 und Merchandising-Einnahmen hier bei 29,20 Millionen. Dann würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im zweiten Jahr, im Jahr 2018. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder im zweiten Jahr, im Jahr 2018. Justin Kluivert hat eine Gesamtbewertung von 89 erreicht, hat sich nochmal 5 Mal entwickelt, hat in 44 Spielen 15 Tore geschossen und 7 Tore vorbereitet. Mit 19 Jahren müsst ihr euch das einfach mal geben, ne? 58 Millionen wert und hat nochmal 2 neue Spezialitäten dazu bekommen, namens Flankengeber und eiskalter Torjäger als 19-Jähriger, ne? Ihr müsst euch vorstellen, eiskalter Torjäger als 19-Jähriger, 88 Abschluss, sogar 80 Freistoßpräzision, also der wird vielleicht sogar noch Freistoßspezialist in der nächsten Saison oder übernächsten, mal schauen, weil der Typ hat auf jeden Fall einiges drauf. Ihr guckt euch das mal an, 44 Spiele, 15 Tore, 7 Vorlagen, ich kann nicht mehr, Mann, der Typ haut mich vom Hocker einfach. Den finde ich auch mega krass, den kannte ich vorher auch nicht so richtig, muss ich sagen, den kann ich überhaupt nicht eigentlich, was sage ich, den kenne ich ungelogen, den kannte ich vorher hier, also der hat glaube ich bei Gladbach mal gespielt, den habe ich noch in Erinnerung ein bisschen hier, der war ein Stürmer, jetzt hier Linksflügelspieler, wie es aussieht, war der nicht Stürmer, ich weiß nicht, der entwickelt sich auch ganz gut von alleine hier, bei Vertragsende wechselt zu AS Roma, scheiße auf jeden Fall. Der entwickelt sich auf jeden Fall auch ganz gut von alleine. Flitzer sogar. Boah, Junge, von alleine geht er hier hoch. Plus 2 Antritt, plus 4 Sprintgeschwindigkeit. Also wir haben ja schon ziemlich gute Talente. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, hier mit der Ajax-Mannschaft. Aber wir konzentrieren uns hier nur auf den Justin Kluivert hier. Also nicht wundern, Freunde. Wir wollen jetzt hier keine neuen Transfers abschließen. Vielleicht kaufe ich mal neuen Keeper oder so. Mal schauen, ich weiß es nicht. Und dann hat nur eine 81er Gesamtbewertung. Was heißt nur? Also für Ajax ist das schon ganz gut hier, ne? Muss man sagen einfach. Und wir sind leider nur auf dem dritten Platz gelandet. Ich glaube, in der ersten Saison sind wir auch nicht Meister geworden. Dann sind wir auch nur auf dem fünften Platz oder so gelandet. Ja, aber ist auch nicht so schlimm hier. Und ja, Vereinswert liegt auf jeden Fall bei 374 Millionen. Prognose bei 376 Millionen. Meistverkaufte Trikots immer noch auf dem ersten Platz. Hier Kluivert, zweiter Ziyech, dritter Klaassen hier. Gesamte Trikotverkäufe haben sich sogar, glaube ich, verdoppelt. Ne? Letzte Saison lag es, glaube ich, noch bei 500.000. Jetzt bei 1 Million. Wocheneinnahmen hier bei 305.000. Hier Merchandising-Einnahmen bei 42 Millionen. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder bei der vorletzten Saison im Jahr 2019. Bis gleich.
Da sind wir auch schon wieder im vorletzten Jahr, im Jahr 2019. Justin Kluivert hat eine Gesamtbewertung von 93 erreicht. Der Typ hat sich nochmal viermal entwickelt, hat einen Marktwert von 103,5 Millionen, hat in 42 Spielen 23 Tore erzielt und 12 Tore vorbereitet. Status einer der Besten der Welt und hat einfach alles weggewichst hier in der niederländischen Liga beziehungsweise in der holländischen Liga hier. Einfach mal alles weggewichst, Alter. Und hat nochmal, ich glaube, wieder zwei neue Spezialisten sich dazu geholt. Ne? Oder einen, glaube ich nur. Das müsste, glaube ich, Distanzschütze sein sogar. Ja, Distanzschütze auf jeden Fall, glaube ich. Richtig nice sieht das jetzt hier aus. Auf jeden Fall, was hat er bei Fernschüsse? Bei Fernschüsse hat er eine 95er Bewertung, Alter. Was geht denn bei ihm ab? Freistoßpräzision hier 85. Also nächste Saison könnte er sogar hier die Spezialität Freistoßspezialist bekommen. Da bin ich mal sehr gespannt hier, weil der Typ eine 93er Gesamtbewertung mit 20 Jahren. Das hatte, glaube ich, nicht mal Messi. Der hatte, glaube ich, eine 88er Gesamtbewertung mit 20 Jahren. Wenn überhaupt eine 86er oder so, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich glaube, Neymar hatte auch so eine 86er gehabt oder 84er mit 20 Jahren. Aber das ist wirklich übertrieben. Also da sieht man einfach das Training in FIFA 17 und 16 auch natürlich eigentlich. Ist eigentlich an sich voll overpowered, muss man sagen. Also völlig übertrieben irgendwie, finde ich. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so bewertet, hier das Training in FIFA 17 und 16. Hier, aber an sich interessiert uns ja nur FIFA 17, aber ja, ist auch overpowered. Hier einfach zu OP, finde ich. Also ist wirklich krass einfach, wie overpowered das hier ist. Also ist einfach, ja, das ist einfach zu krass, das Training in FIFA 17. Muss man einfach mal so gesagt haben hier. PSV Eindhoven ist aber trotzdem Erster geworden hier mit 9 Punkte Vorsprung. Ja, ein bisschen schade, aber was willst du machen? Hauptsache für die Champions League qualifiziert und Hauptsache unser Tuiger, beziehungsweise der Torschützenkönig hier in der Liga heißt einfach Kluivert hier, ganz wichtig auch. Der Justin Kluivert hier, alles weggewichst mit 21 Toren, bin ich ziemlich mit zufrieden, muss ich sagen. Und ja, Vereinswert beträgt jetzt auf jeden Fall hier 435 Millionen, Prognose 437. Gesamte Trikotverkäufe nochmal um 500.000 gestiegen hier, 1,5 Millionen jetzt hier. Meistverkaufte Trikots auf dem ersten Platz, Kluivert, zweiter Ziyech, dritter Dolberg, Wocheneinnahmen beträgt 343.000. Merchandising-Einnahmen wieder um 20 Millionen gestiegen, ne? War, glaube ich, auch so, ne? Glaube ich, bei der ersten zur zweiten Saison war es, glaube ich, auch um 20 Millionen. Ist auch, glaube ich, um 20 Millionen gestiegen, jetzt wieder, glaube ich, ne? Merchandising-Einnahmen hier bei 61 Millionen. Ich glaube, nach der ersten Saison war das, glaube ich, bei 20. Nach der zweiten bei 40 und jetzt einfach bei 60 Millionen nach der dritten Saison. Bin mal gespannt jetzt in der letzten Saison hier. Bin ich mal sehr gespannt nach der vierten hier. Wir sind alle gespannt, Freunde. Würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns gleich wieder im letzten Jahr, im Jahr 2020. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder im letzten Jahr, im Jahr 2020. Justin Kluivert hat eine Gesamtbewertung von 94 erreicht. Der Typ hat sich nochmal einmal entwickelt, hat in 41 Spielen 19 Mal getroffen und 10 Tore vorbereitet. Ich bin da nicht ziemlich mit zufrieden, aber die letzte Saison war auf jeden Fall seine beste hier. Aber auf jeden Fall, er hat noch eine Spezialität dazu bekommen hier namens Freistoßspezialist. Das, was ich eigentlich erwartet habe hier. Aber irgendwie doch kein kompletter Angreifer. Bin ich auch ein bisschen enttäuscht von, aber was willst du machen hier? Ich verstehe nicht warum. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, warum er die Spezialität hier kompletter Angreifer nicht bekommen hat. Vielleicht fehlt da irgendwie noch die Spezialität Flitze, aber dafür braucht man eigentlich nicht die Spezialität noch komplette Angreifer. Ich glaube, Flitzer braucht man gar nicht für komplette Angreifer. Oder könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben hier, aber an sich ist er doch ein kompletter Angreifer. Er hat nicht Flitzer hier, aber hat die Spezialität halt Flitzer nicht. Aber ihr könnt es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, warum er die Spezialität kompletter Angreifer nicht bekommen hat einfach. Weil der Typ hat einfach so viele offensive Spezialitäten, eigentlich nur offensive Spezialitäten hier. Ne? Eiskalter Torjäger ist eigentlich das Wichtigste so für einen kompletter Angreifer. Und halt Freistoßspezialist, Flankengeber, Distanzschütze, Dribbler ist eigentlich auch so das Wichtigste hier. Also der Typ geht einfach ab, hier einer der Besten der Welt. 113,5 Millionen wert mit 21 Jahren einfach unantastbar, sagen wir es mal so. Der Typ ist einfach jetzt unantastbar jetzt schon hier. Blitzer, Dribbler, Akrobat ist auch heftig hier, der Neres. David Neres, also das Brasilien, auch ein schönes Talent im rechten Flügel jetzt hier, muss man sagen, FIFA. Auch nicht schlecht, bin ich auch mit. Oha, Alter, was haben wir denn für Spieler auf der Bank, Junge? Holla die Waldweh, meine Güte, was haben wir denn für Spieler hier? Die kenne ich ja. Alter, 4 Sterne schwerer Fuß, 4 Sterne Skills, 1,67 groß, hat sich zweimal entwickelt. Boah, krass, wir haben einige Talente auf der Bank sogar, hier ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Das ist auch schon krass hier. Czerny, den haben wir, glaube ich, gekauft bei der Darmstadt-Karriere, ne? Bin mal auch mal gespannt, wie er sich entwickelt da. Bei der Darmstadt-Karriere bin ich mega gespannt einfach. Und wir wurden
Ja, erster, hier bin ich eigentlich sehr mit zufrieden. Fanrot oder wie die heißt, auf dem zweiten Platz. Und wir haben auch deutlich, Alter, wir haben 23 Punkte Vorsprung. Das ist krass. Hier Topträger, hier beziehungsweise Torschützenkönig ist hier Ziyech geworden. Kluivert leider nur auf dem vierten Platz, aber der Typ, muss man auch sagen, so nebenbei, hat sich leider auch verletzt für 2 Monate, war das, glaube ich. War das 1 oder 2 Monate? Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, mindestens 1 Monat hat er sich auf jeden Fall verletzt, leider am Ende nochmal. Ich glaube, von März bis April oder April bis Mai ungefähr, irgendwie sowas auf jeden Fall. Am Ende der Saison hat er sich auf jeden Fall nochmal verletzt. Vereinzelt auf jeden Fall jetzt hier bei 553 Millionen, Prognose bei 556 Millionen. Transaktionen schauen wir uns auch nochmal an, hier meistverkaufte Trikots. Auf dem ersten Platz, Kluivert, zweiter Dolberg, dritter Ziyech. Und gesamte Trikotverkäufe ungefähr bei 1,9 Millionen, wieder fast um 500.000 gestiegen hier. Wocheneinnahmen bei 416.000, Merchandising-Einnahmen hier nach der letzten Saison bei 75 Millionen. Und ja, ich wollte mal so nebenbei sagen, die Videos kommen jetzt immer 9, 10 und 11 Uhr morgens höchstwahrscheinlich. Also wenn 3 Videos kommen sollten, dann immer auch nochmal um 11 Uhr morgens noch ein, aber sonst 9 und 10 Uhr morgens hier. Auf jeden Fall einmal Ligameister nur gewonnen, schade. Höchster Sieg 5-0 gegen Zwolle, höchste Niederlage 4-0 gegen Neapel. Rekordablöse 33 Millionen, Gesamteinnahmen als Trainer 6 Millionen. Ey, oha, 200 Spiele für die Eredivisie, für die holländische Liga, geht eigentlich klar, ne? Also war ja nicht nur die holländische Liga, war auch ein paar europäische Spiele hier. 117 Siege rausgeholt, 36 Unentschieden, 47 Niederlagen, 337 Tore geschossen und 189 Gegentore hier. Auf jeden Fall haben wir einmal die 100 Tore geknackt, ja fast diese Saison, ne? Fast aber. Haben wir das aber, oha, 93, aber das ist auch hier die holländische Liga, muss man sagen, ne? Wieder 93, oha. Und 60, ja, was, warte mal, haben wir da 60 Tore und 60 Gegentreffer gehabt? Was? 60 Tore und 60 Gegentreffer ist jetzt nicht so das Beste. Also die erste Saison war, glaube ich, sogar die schlechteste. Da sind wir, glaube ich, noch auf dem 5. Platz sogar gelandet. Deswegen kann das sein, ich weiß nicht. Vielleicht kommt heute um 21 Uhr nochmal ein Video hier. Also wenn 3 Videos kommen sollten, dann immer um 9, 10 und 21 Uhr, wollte ich sagen. Nicht 11 Uhr, sondern wenn 2 Videos kommen, halt 9 und 10 Uhr. Und 3 Videos halt 9, 10 und 21 Uhr abends. Ihr wisst Bescheid auf jeden Fall. Und ja, Freunde, falls euch die Folge gefallen hat, Freunde, macht einfach nichts. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, mit wem wir als nächstes ein Spiele-Update-Video machen sollen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.